ich bin die Andrea, ich bin 33 Jahre alt, ich komme aus dem Zillertal, bin aber seit ca. 10 Jahren schon in Innsbruck. Ich bin der Tobias, ich komme ursprünglich aus Oberkärnten. Ich bin jetzt in Innsbruck seit ca. 9 Jahren. Ziel von dem Projekt, von der Halle an den Fels, ist, dass der Tobias und ich schon einige Male in der Halle klettern wollen und das gern jetzt da an den Felsen übertragen würden. Grundsätzlich muss man ja sagen, das Hallenklettern ist ja eigentlich entstanden wegen dem Felsklettern. Also früher hat es noch Felsklettern gegeben und man hat dann sich Hallen eingerichtet, um für die Felsrouten zu trainieren. Ja, ich bin seit 2 Jahren ungefähr in der Halle unterwegs. Also ich habe vor ca. 2 Jahren angefangen mit dem Klettern. Es klettern irgendwie alle miteinander gegen den Boulder. Es gibt diese Gemeinschaft, dass man sich immer freut, wenn jemand was schafft. Meine persönliche Herausforderung ist die Überwindung. Ich bin doch recht ein Kopfmensch und denke dann während dem Klettern sehr viel nach, habe auch viel Angst vom Fallen. Ja, also gerade wenn man, glaube ich, in der Halle mit dem Klettern anfängt, ist es schon oft ein bisschen ein schwieriger Schritt, an einen Fels aushebt. Das, was einfach enorm hilft, ist, wenn man vielleicht jemanden hat, der was da schon ein bisschen Erfahrung hat. Wenn man jetzt auf den Felsen geht, ist es ganz was anderes. Wenn man etwas sieht, das ausschaut wie ein guter Griff, kann man sich nicht darauf verlassen, dass der gut ist. Ja, dieses Vertrauen zu kriegen in die eigenen Kletterkünste, das ist die Challenge. Zusätzlich kriegen wir noch Feedback vom Olympiazentrum Innsbruck, da werden wir auch begleitet. Und jetzt Druck, Vollgas, jetzt geht's Vollgas. Komm, Druck, 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 aus wieder, aus, Druck, 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 fertig. Danke. Bei unserer Leistungsdiagnostik heute ist es jetzt nicht darum gegangen zu sagen, okay, mit der und der Performance im Test kannst du den und den Grad klettern. Es geht einfach darum, den Sport wirklich gut ausüben zu können und dabei gesund zu bleiben. In unserer Gegend da in Tirol ist es doch so, dass es nicht ganz so überhängend ist, eher ein bisschen flacher ist, wo es auch sehr darum geht, eine gute Balance zu haben. Ausreichend Bewegungs- und Aktionsspielraum mit den Beinen zu haben und sich die notwendige Kraft zu haben, aus diesen Positionen rauszudrücken. Die Slackline ist mehr oder weniger von Klettern entwickelt worden als Schlechtwetterprogramm. Hat sehr viel mit Balance zu tun. Des Weiteren ist es einfach so, dass durch diese Bewegungen, die auf der Slackline passieren, die Rumpfmuskulatur extrem gefordert ist und viel arbeiten muss. Und mit der ist fürs Klettern einfach generell vielleicht nicht leistungsstärker gemacht, aber gesund hält. Es gibt nicht, ich bin zu schwach für einen Fels. Also ich glaube, bei uns findet man überall auch ganz leichte Routen, dass man mal hingehen kann und dass die Leute einfach sich trauen, das auszuprobieren. Wir warten ja jetzt schon sehr, sehr gespannt auf den Tag, dass wir jetzt endlich an den Felsen gehen können. Und heute ist es soweit. Es ist natürlich voll cool, dass der Jakob Zeit gefunden hat, mit uns das heute zu machen. Sie sind ziemlich motiviert, sie wollen das unbedingt ausprobieren und ich bin guter Dinge, dass das ein super Tag wird heute. Und jetzt kommen noch die Sachen dazu, was man in der Halle normalerweise nicht verwendet. Ein Kletterhelm. Es ist natürlich wichtig, dass man sich vor Steine, die was von oben kommen, schützt. Dann braucht man natürlich die Expressschlingen. In der Halle sind die ja schon in die Hackel drin. Ja, das war's eigentlich. Ich habe immer viel Respekt vor den Outdoor-Routen gehabt, deshalb, weil die Leute halt sagen, ja, Outdoor ist alles viel schwieriger, in der Halle ist alles viel einfacher. Bin ganz gespannt, was jetzt der Unterschied sein wird. Total wie der da ist, oder? Ja, da gibt's gar nichts. Es ist halt echt einfach anders, gell, wie in der Halle. Genau, ja. Schon einfach ein bisschen suchen als. Ja, links hinten drei noch so ein bisschen griffiger, glaube ich. So. Ah, ja, ich sehe es, ja. Dann links ist so ein Kanten über dem kleinen Dach zum Heben. Jawohl, voll gut. Voll gut, geht's ja. Gratuliere auf jeden Fall mal. Danke. Sauber. Du ist schon auch nochmal speziell unübersichtlich. Voll gut, mach's das erste Mal. Danke, danke. Geht's los? Baut da auf den Henkel, da mal schaffe. Genau, super. Super. Wenn du mal den zweiten Fuß oben hast und das Gewicht ein bisschen über den Bauch drüber ist, dann wird es viel leichter, weil du sehen. Trau mich nicht. Das geht schon, ich hab dich. Und der zweite Fuß auf, komm. Ja, ja, jawohl, komm, komm, jawohl, super. So, geschafft. Ja, geil, ey. Gut drüber gefaltet, dann über das Dach. Ja, sauber. Also ich nehme mir da von der Erfahrung mit, nicht zu viel zu wollen, mit sich selber geduldig zu sein, die Angst, die man dann vielleicht auch hat, anzunehmen und dadurch versuchen, auch daran zu wachsen. Ich nehme mir
in erster Linie mit, dass ich versuchen will, mein Hallenkletterlevel auch draußen zu probieren. Am Anfang ist es auf jeden Fall gut, jemanden zu haben, der die Expressen vorhängt für einen. Das nimmt viel von der Angst. Also das, glaube ich, da ist der wesentliche Punkt. Mit jemandem gehen, der schon die Erfahrung hat und der den gleichen Schwierigkeitsgrad schon locker klettert. Ja, war ein cooler Tag mit dem Tobias und der Andrea. Man hat gemerkt, dass sie einfach recht motiviert sind, dass sie einfach auch in das Felsklettern reinkommen wollen. Ich finde, sie haben sich auch extrem gut geschlagen, da fürs erste Mal Felsen. War einfach auch schön zu sehen, die Motivation und auch irgendwie den Zugang da beim ersten Mal. Das ist bei mir doch schon sehr lange her, von dem her hat es auch ein paar Erinnerungen geweckt.